denn heute schon Europameisterschaft? Nee, aber mit diesem EM-Song wollen die vier Rocker aus Castrop-Rauxel neben dem Platz die Nummer 1 werden. Hi, wir sind Es geht. Heute nehmen wir unser Video zum EM-Song auf. Kommt rein! Ein Song vor allem für die Fans, der 12. Mann hinter der Mannschaft eben. Und die gehören natürlich auch ins Video. Ich hoffe mal, dass die Bühne minimum halb voll wird, dass wir richtig rocken, dass der Song durch Deutschland geht, vielleicht durch Europa, vielleicht sogar durch die ganze Welt und ja, dass das mal so ein richtiges geiles Ding wird. Eigentlich wollten sie ihr erstes richtiges Musikvideo mit Handkameras auf dem Bolzplatz drehen. Jetzt ist es dann doch die große Europahalle in Castrop-Rauxel geworden. Professionell, mit allem Schnickschnack. Da sind selbst die harten Rocker plötzlich ganz aufgeregt. Ja, das Gefühl ist, wenn man sich die Halle anguckt, ist es schon extrem. Also, ja. Normalerweise hat man so einen kleinen Bretterverschlag oder so eine mobile Bühne, die mal eben aufgebaut wird. Da ist schon megamäßig groß. Beim Videodreh ist von der Aufregung dann aber nichts mehr zu spüren. 9, 10, 11, 12 Mal. Immer wieder müssen die vier Jungs ihren Song spielen. Und Action! Erst ganz alleine, dann mit Fans. Habt ihr doch Bock? Das Ganze jetzt noch einmal! Stimmung, Party! Die sind's! Nur die! Ja, weil er einfach geil ist und direkt ein Ohrwurm. Ist echt super. Der geht ins Ohr, man kann rocken, man kann tanzen. Es geht. Super geil, also die Leute sind gut mitgegangen. Besser nur 100, die abfeiern, als 1000, die nur rumstehen. Wir haben es endlich im Kasten. Ich bin aufs Endergebnis gespannt und anschauen. Vielleicht läuft das Musikvideo zur Europameisterschaft ja überall rauf und runter. Der EM-Hit 2012 aus Castrop-Rauxel. Für Es geht wäre das ein echter Volltreffer.